Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Abgasskandal ist jetzt seit 5 Monaten einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Und inzwischen ist auch klar, es geht längst nicht nur mehr um VW. VW ist ohne Zweifel die Spitze des Eisbergs, weil man dort mit eindeutig illegalen Methoden versucht hatte, Grenzen für Stickoxide zu umgehen. Und seit dem Wochenende zumindest ist auch die Geschichte in sich zusammengefallen, dass es ein paar wild gewordene Ingenieure im Konzern waren, die diese Manipulationen veranlasst haben. Zumindest scheint es so, dass die Konzernspitze davon wusste, dass Billinget in Kauf genommen hat, weggeschaut hat. Das ist das Problem bei VW. Aber der eigentliche Skandal ist, dass das System Abgasmanipulationen, Überschreitung von Abgasen, dass das überall und allen Orten und bei vielen Automarken stattfindet. Und, meine Damen und Herren, dass die Branche das billigend und nach wie vor in Kauf nimmt. Meine Damen und Herren, das können wir nicht länger hinnehmen. Und jedem sollte eigentlich jetzt klar sein, warum trotz Euro 4, 5 und 6 die Stickoxidwerte in unseren Städten zurückgehen. Und das ist beileibe keine Lappalie, sondern es ist ein gigantisches Industrie- und Umweltproblem. Denn tausende Menschen sterben in unserem Land an den Folgen von Verkehrsemissionen und Zehntausende werden krank. Jeder Verkehrsminister dieser Republik, meine Damen und Herren, der müsste alles tun, um diesen Skandal zu lösen, zu bekämpfen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Aber nach 5 Monaten müssen wir einfach feststellen, das, was dieser Verkehrsminister zur Lösung dieses Problems beiträgt, ist gar nichts. Und das, meine Damen und Herren, ist inzwischen der Skandal im Skandal, Alexander Dobrindt. Wir haben hier im Deutschen Bundestag Dutzende von Anträgen zum Thema gestellt, um herauszubekommen, was das Verkehrsministerium denn eigentlich nun in Sachen Abgasskandal tut. Die Antworten, die wir regelmäßig bekommen, sind eine solche Unverschämtheit, ich kann da kein anderes Wort für benutzen, dass wir ernsthaft überleben in der Grünen Fraktion, diese als gebundene Form herauszugeben, als Dokument, wie diese Bundesregierung mit dem Thema Abgasskandal umgeht, aber auch, wie sie die Informationsrechte des Parlaments missachtet. Meine Damen und Herren, das ist ein unglaubliches Umgehen mit dem, was eigentlich notwendig wäre. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben x-mal gefragt, wer denn Mitglied dieser ominösen Untersuchungskommission ist, die unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals eingesetzt wurde. Wir haben nie Antworten dazu bekommen, übrigens bis heute nicht. Und als es dann mal durch die Presse durchsickert, weil jemand anders da die Informationen weitergegeben hat, dann wurde klar, warum diese Informationen nicht weitergegeben wurde. Denn diese Untersuchungskommission, man glaubt es ja kaum, besteht aus dem Minister, seinem Staatssekretär, ein paar Beamten des Ministeriums, des Kraftfahrtsbundesamtes und einem Professor, der früher in der Verkehrswirtschaft gearbeitet hat. Meine Damen und Herren, das sind genau die Leute, die jahrelang entweder beim Skandal mitgemacht haben, aber zumindest weggeschaut haben und nicht gehandelt haben, trotz eindeutiger Informationen. Und ich kann nur sagen, als Grüner bin ich ja Freund von Tieren, aber man kann nicht die Frösche damit beauftragen, den Sumpf trocken zu legen. Und genau das tun sie. Und wenn Sie es ernst meinen würden, dann würden Sie die Kritiker reinholen, dann würden Sie unabhängige Fachleute reinholen. Und weil Sie das nicht tun, ist es völlig klar, Sie wollen am Ende nicht aufklären und die nötigen Konsequenzen ziehen, meine Damen und Herren. Und dann haben wir ja am Wochenende via Bild-Zeitung, da ist übrigens mehr zu lesen als in den Antworten auf unsere Anfragen, haben wir ja gehört, dass Dopingtests jetzt die große Antwort sein sollen. Dopingtests als Stichproben, die man hin und wieder nutzen soll. Meine Damen und Herren, mal abgesehen davon, dass ein grüner Verkehrsminister das schon mal im Oktober gefordert hat und damals hat die Union geschimpft und gezetert, wie man denn Dopingtests fordern könnte, jetzt fordert das ihr eigener Minister. Aber mal abgesehen davon ist es doch unglaublich, dass nach 5 Monaten die einzige Konsequenz
aus dem VW-Skandal, aus dem Abgasskandal, die ist, dass es jetzt ein paar Stichprobenuntersuchungen geben soll. Meine Damen und Herren, ich sage, man kann über Dopingtests diskutieren. Was wir aber eigentlich brauchen, ist ein Drogentest. Ein Drogentest für diesen Minister, damit wir mal rauskriegen, was der eigentlich zum Frühstück raucht, wenn er draußen im Land und in der Welt erzählt, Deutschland sei vorbildhaft bei der Aufklärung dieses Skandals. Das ist doch der Absurd. Das ist Wirklichkeitsausblendung. Und ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, dem Minister zwei Fragen zu stellen. Und er hat ja gleich die Gelegenheit, darauf zu antworten. Im Gegensatz zu EPA haben Sie VW ja jetzt einen Freifahrtschein erteilt. Und es gibt eine Rückrufemission, eine Rückrufaktion, um neue Software drauf zu machen. Und ich würde als Kunde mal gerne wissen, wird mein VW in Zukunft die Abgasemissionen, die Grenzwerte im Realbetrieb einhalten, ohne dass es dabei Leistungsverlust gibt. Ich bitte Sie, das klar zu beantworten. Das wäre ein Punkt. Und ich bitte Sie, eine weitere Frage zu beantworten. Wir lernen, ich komme zum Ende, Frau Präsidentin, wir lernen, die Abgaseinrichtungen funktionieren bei Außentemperaturen unter 10 Grad nicht richtig. Ich würde gerne von Ihnen mal hören, Herr Dobrindt, ist das legal, dass die Automobilunternehmen die Abgasreinigungseinrichtungen abschalten? Was unternehmen Sie dagegen? Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Nach 5 Monaten von Beschäftigung mit dem Thema würde ich hier mal eine klare Aussage von Ihnen zu dem Thema widmen. Ist es nicht nur VW, ist es am Ende auch die gesamte Automobilwirtschaft, die hier mit Manipulationen bearbeitet und nicht mit so einem Unsinn durch die Gegend zu laufen, dass es nur Dopingtests sind, meine Damen und Herren. Das reicht an der Stelle nicht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Trischer. Das Wort hat nun Minister Alexander Dobrindt.